So, Blau-Rot TV, diesmal mit einem Gegnerspieler, aus gutem Gegnerspieler, Grund. Aus gutem Grund. Das ja, eigentlich einem echten Oerdinger. Johannes, ja, genau. Alexiu. Heute in den Farben des SC St. Tönis aufgelaufen. Punktgewinn, großer Erfolg für euch? Ich weiß nicht, wenn das Punkt gewinnt oder zwei Punkte verloren. Ich bin nicht sicher. Also ich fand das Spiel sehr, sehr gut von beiden Mannschaften. Sehr intensiv. Auf eine Tiefrasen. War schön. Mit vielen Zuschauern. Ich glaube, wenn das Wetter besser war, könnte mehr Zuschauer da sein. Ja, wenn eine Derby am 2-2 am Ende ist, ja, ich glaube, beide sind zufrieden. Ja, ich glaube, wir sind nicht ganz so zufrieden, aber das liegt eher so an unserer Spielweise auch. Immer wenn wir in Führung gehen, lassen wir so ein bisschen nach. Konnte man das auch merken, dass ein bisschen in den Verwaltungsmodus geschaltet wird bei uns, wenn wir in Führung gehen? Ja, so ist. Wenn zweimal geführt, KFC, aber wir spielen auch Fußball. Ja, wir sind eine junge Mannschaft mit vielen, vielen jungen Spielern und ein paar erfahrene Spieler. Und ja, wir stehen auch zu hoch. Du warst kurz vor einer gelb-roten Karte heute. Du bist ganz gut zur Sache gegangen. Schiedsrichter hat dich einmal nochmal ermahnt am Schluss. Ne? Das ist gut für mich. Ich bin sehr viele Jahre also bei Fußball und so. Und die meisten Schiedsrichter kennen mich. Und am Ende kriege ich keine Rot. Die wissen alle, dass du ein super Typ bist. Ja, die wissen genau alle. Ja. Okay. Beobachtest du den KFC noch? Du hast ja lange bei uns gespielt in der Lakis-Ära. Warst zwischendurch noch in Hiesfeld und spielst jetzt schon, glaube ich, 5 Jahre hier. In St. Tönis. Ja. Wie beschäftigst du dich noch mit dem KFC ab und zu? Ich war letztes Jahr bei KFC, 2-3 Mal Spiel gesehen. Ja, wieder in Grodeburg. Ja. Ja, ich finde das Grodeburg sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Ja? Auf jeden Fall. Wenn die Mannschaft spielt, zum Beispiel in Duisburg oder in Düsseldorf, das ist richtig schwer von alle. Gar nicht. Ja, ja. Jetzt sehr wichtig für die Mannschaft, dass wieder im Grodeburg Spiel, das finde ich super. Ja, mein Herz ist auch KFC. Natürlich. Aber ja, so ist. Du darfst nicht alles wegverteidigen, wenn dein Herz für den KFC schlägt, wenn wir gegen dich spielen. Das Gute ist, ich habe gar kein Tor gemacht und am Ende, ja, läuft gut und ich bin zufrieden. Ja, hast auch ein souveränes Spiel da hinten drin gemacht. 37 bist du mittlerweile, ne? Nächsten Monat 38. Boah, Wahnsinn. Ja. Noch topfit? Ja, manchmal ja, manchmal nicht, ja. Aber ich will immer spielen. Ja, ich trainiere. Gewesen, du wolltest noch 2-3 Jahre spielen, hast du gesagt? Ja, vielleicht 5. Okay. Ich warte, bis mein Sohn 18 ist und dann spielen wir zusammen. Okay. Spielt er auch in St. Tönis? Der spielt auch in St. Tönis bei der Jugend. Okay, ja, ja, dann dauert noch ein bisschen. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ich warte noch ein paar Jahre, ja, mit meinem Sohn zusammen zu spielen. Wie ist eure Zielsetzung in dieser Saison? Ja, unser Ziel ist, so schnell wie möglich mit Klassenerhalt. Das ist unser Ziel. Wir sind eine komplett neue Mannschaft. Ja, neuer Name, neuer Verein, alles ist neu. Ja, wir versuchen so schnell wie möglich mit Klassenerhalt. Und ja, wenn wir oben stehen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Heute ein überraschender Punkt dazugekommen. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist. Hat Spaß gemacht mit dir. Und wenn ihr in die Grotenburg kommt, seid ein bisschen gnädiger mit uns. Für euch alles Gute und auf jeden Fall bei KFC alles Gute. KFC hat gar keine Position in Oberliga. Da gebe ich dir. Regionalliga und natürlich Dritte Liga. Ich wünsche alles Gute. Denkt dran beim Rückspiel. Danke.